Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Michi und Onkel Bogi und wir spielen God's Trigger. Falls ihr nicht in den vorletzten Folgen oder vorletzte Folge reingeschaut habt, der Michi hat mir das Spiel gekauft, ja, weil ich mir jetzt nicht, hat nicht nur Pfandflaschen sammeln können für das Spiel und von daher, nein. Nee, find's ja cool, weil. Auch da nicht nur erstmal mein Dank an Michi, aber natürlich auch an die anderen Zuschauer. Ich glaube, ich habe letztens mal durchgezählt, wir wurden über Steam, dass die Leute mich wirklich, ich habe mein Steam-Profil ja nirgendwo verlinkt und so, ja, dass die dann gesucht haben, um mich zu finden anhand des Avatars oder so. Ich glaube, 32 Spiele habe ich geschenkt bekommen oder sowas, ja. Und mit der Bitte halt teilweise, ich sollte sie spielen und ich habe halt auch jetzt nochmal die Info an euch alle. Cool, dass ihr mir die Spiele holt und sowas, aber es sind halt so viele Spiele, die in der Pipeline sind. Ich versuche es anzuspielen, auch im Notfall wird es mal angezockt oder so. Ich kann euch aber nicht versprechen, wann es soweit sein sollte, aber wie hier zum Beispiel God's Trigger vor 2 Wochen oder so geschenkt bekommen, 1,5 Wochen, weiß nicht, wann hast du es geholt? Ja, dürften 3 Wochen sein ungefähr, ja. Ja, und da hatte ich halt mal so ein kleines Angezockt draus gemacht und jetzt sind wir schon quasi hier in der 4. Folge, glaube ich. Der dritten? Ah ne, du bist in der 4. Genau, wir sind, genau, richtig. Ja. So, und man sieht noch bei mir hier den Skillbaum, weil Judy ist mittlerweile Level 4 und Level 4 habe ich direkt mal hier neben dem Bereich meiner Gedankenkontrolle. Diese Kuppel, die man hier neben sieht, könnte auch eine leere Schädeldecke mit einem mikrogroßen Gehirn innen drin sein. Das weiß man nicht so richtig, könnte mein Gehirn darstellen. Aber ist ja egal, ich will keine Beleidigung rausbringen, ob Beleidigung gegen mich selbst oder gegen andere. Oh, was ist jetzt los hier auf der Kutsche? Und der hat kariertes Hemd. Das ist keine Kutsche, das ist ein Zug. Ja, achso, dachte ich mir irgendwie, ja. Ja, bitteschön. Ja, dann. Ach, da wird nicht lang rumgefackelt, hier einfach mal. Durch da. Wow. Die Fässer explodieren, wenn man drauf ist. Oh. Das kann man benutzen auch, guck mal, E. Hä? Ja? Wieso gerade eben ein E als bei dem Fass? Ach, da lag eine Axt. Die hab ich aufgehoben. Ah. Oh cool, man kann auch da auf den linken Zug dann rüberspringen, oder was? Ja, das ist irgendwie ein Dreierzug. Also, ne, das ist ein Zweierzug, aber der wird nicht ein Dreier. Ich will die Knarre, es ist zwar immer nur ein Schuss drin, aber... Hallo? Oh. Wir haben grad, das war nicht gut. Get ready, boy. Gut, das hat funktioniert. Ich nehme mal gleich die Schrotflinte. Ach, du Scheiße. Oder erst mal anlocken und ich hole dir dann mit der Schrotflinte von hinten weg. Ja, okay. Oder du. Ja. Kann ich mich so rüberporten bis dahin? Nee. Das wäre lustig. Ich lock an. Warte. So. So, jetzt sollte noch unten. Ne, unten der ist auch tot. Rye Whiskey ist da drin. Oh, Achtung. Oh. Du kannst mich nicht erschießen, ne? Weil irgendwie sah es gerade so aus, als ob du mich erschossen hast. Nee, ich glaub nicht. Ich lock wieder an. Okay. Hallo. Zerstörung nicht fertig. Aber es gibt manchmal XP oder EP. Oh. Warte, ich komme ein bisschen zurückgekrabbelt. Weil ich habe einen schönen Arsch beim Zurückkrabbeln. Mhm. Oh, du hast mir einen Arsch gegriffen. Hey Mann, dafür müsstest du sterben. Ich habe gerochen. Oh nein. Ich habe gerochen. Hallo. Oh, Achtung. Oh. Da lebt noch der eine Indianerboy. Nur 2 erwischt. Scheiße. Hallo. Boah, der hat geschossen hier. Der spinnt wohl, der hat gar keinen Waffenschein gehabt. Echt mal. Ich will auch mal das aufladen, weil was wir machen könnten, wenn ich unten das auf... Nee, das fällt dir nicht auf. Ich hab 2 Striche erst... Weil dann will ich mal diese Gedankenkontrolle einsetzen. Dann werden wir mal jemanden halt... Ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn ich das einsammle, dann kriegst du das auch, aber... Nee, dann macht natürlich Sinn, wenn du das auch mal machst, ja. Warte, ach, der eine kommt jetzt gleich da hoch, oder? Nee, kommt er nicht. Oh, okay. Komm mal, runtergekrabbelt.
zeig ich dir meinen Arsch. That's better. Der schießt. Oh, scheiße. There's that bastard. Thanks. Oh, hell. Oh, sehr schön. Weil manchmal macht man echt so Glückskills, obwohl man eigentlich es gar nicht verdient hätte. Ja. Es ist ein beschämendes Gefühl. Ich kenne das. Boah. Hat er ein Dynamit geschmissen oder was? Ja, er hat sich aber selber gekillt dabei, gell? Da hat auch erst noch gelebt, weil das war das, was du erzählt hast da mit dem, dass die Dicken erst so eine Weile noch leben. Ja, richtig. Ah, Munition, 4 Schuss, da ist auch noch Munition, 5 Schuss. Oh, du Mitschlange, aber hier im Zug weiß ich nicht. Wobei. Warte, ich werfe nach links eine rüber. Ja, ist eine gute Idee. Oh, cool. Irgendwie. Warum wenn das Zeitlupe war? Warum ist die in Zeitlupe vor meine Füße gefallen? Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Warte, ich probiere es nochmal. Warte, ich schieße auf das Fass. Diesmal ging es auch nicht. Aber hat doch es erwischt. Oh, ja, ach, die hatten auch Dynamit rübergeworfen. Deswegen wahrscheinlich. Ja. Oh. Okay. Also, ja. Ich schieße. Aufpassen, vor uns liegt Dynamit. Oh, hier hinten sind auch noch Dynamit. Johnny ist hier hinter dem Whisky. Stimmt. Aber wir kommen da noch nicht hin. Müssen wir hier lang, ne? Ja. Ja, ich wollte auch mal ein bisschen töten. Ah, cool, du kannst jetzt das Ding bremsen, ne? Ist das eine Bremse vom Zug vielleicht? Sollen wir hier unten erstmal gucken, ob was hier unten noch ist? Da kann man nicht rein, ne? Nee, kann man nicht rein. Aber irgendwas habe ich jetzt gemacht. Du hast diesen Hebel hier umgelegt, ja? Ja, ja, aber die Musik hat sich geändert. Ah, ich glaube, die Brücke hier wurde gleich. Ah. Wurde gefahren. Ah, okay, das mit dem Hebel macht die Brücke immer. Ja, und schaltest du eigentlich noch bei den anderen Spielen so rein? Bei den Let's Plays von mir? Ja, tatsächlich. Erst recht dein This War of Mine Let's Play. Das feiere ich total. Okay, cool. Dankeschön. Ja, gerne. Was gefällt dir da? Die Art und Weise, wie du spielst einfach. Du machst das ruhig, du erzählst ein bisschen was, du gehst auf die Charaktere sehr stark ein. Was mir gefällt bei dem Spiel ist die Atmosphäre ja total wichtig und die hebst du da mit diesen Geschichten sehr hoch. Ja, cool. Und auch die Real-Life-Anekdoten aus dem Zweiten Weltkrieg, die teilweise erschreckend sind, aber auch ja, die wahren Geschichten, die... Ja, das trägt alles zur Atmosphäre mit bei. Okay, cool. Das feiere ich in deinem Let's Play. Ja, danke sehr. Immer schön am Ball bleiben. Alle 2 Tage geht's weiter. Und ja, auch für die anderen, die This War of Mine schauen, an den Tagen wird auch dann erstmal wieder hier God's Trigger kommen. Und an die Leute, die es nicht schauen, kann ich das Let's Play nur empfehlen. Also. Oh, Achtung. Das war da drüben, die schauen es nicht rechts. Aber die können es nicht schauen, weil die gleich sterben werden, auf übelste Art und Weise. Ich hab keinen Punkt, doch. Warte, ich helfe dir gleich. Oh, was ist jetzt los? Ich bin gerannt aus Versehen, anstatt jetzt zu helfen. Okay, irgendwie... Ah ja, genau, du musst jetzt zum Hebel. Ja, macht schon mehr Spaß, das Spiel jetzt hier. Ah ja, okay, sehr schön, das freut mich. Hier, der Brunnen für dich wieder. Oh ja, geil. Hellboy. Die nächste Seite freigeschaltet. Die nächste Seite, ich hoffe, dass da auch nachher irgendwann ein bisschen mehr zu sehen wird. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. So weit. Nein, nicht spoilern. Bei 2 Schüssen sterben die direkt. Oh, bin mit! Okay. Oh, meine Peitsche geht nicht weit genug, oder? Ach, das XP würde auch despawnen. Das fängt an zu blinken dann oder so. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich hab's so schnell aufgenommen. So. Ich hab noch die ganze Zeit hier dieses Dynamit-Ding in der Hand. Ich auch, ja. Von unten lang gehen? Ich weiß es nicht.
Geht's da lang? Oh. Ah, hier ist eine Kiste. Was denn das war? Lass mich mal. Also das haben wir beide gekriegt zum Beispiel. Mhm, 5000 XP oder so. Da drüben ist auch mal. Was denn da drüben? Da haben wir das ausgelöst gehabt? Oh, da habe ich schon wieder die Ulti. Nee, ich glaube nicht. Ja. Wollen wir mal rübergehen? Ja. Weil ich glaube, das kann man ja nicht auslösen, dass jetzt irgendwo eine Brücke wieder zugeht, oder? Okay, geht einfach hier rüber. Ja, aber hier. Hätten wir es vielleicht einfach mal gehabt. Ach, wir hätten es von. Gibt da wahrscheinlich zwei Wege, wo man hätte gehen können. Ja. Ja. Ist es bei dir auch so, dass du ständig Shift drücken möchtest? Weil bei Hotline Miami war ja Shift, dass du ja einen größeren Suchradius hattest. Mach ich hier gar nicht irgendwie. Das ist merkwürdig, ja. Komisch, dass manche Pistolen immer einen Schuss drin haben. Ja, ja, ich glaube, das ist davon abhängig, wie viel die Gegner schon geschossen haben. Ah, stimmt, das macht Sinn, ja. Hat einer noch gelebt hinter uns gehabt, ja. Ah, diese Pumpgun ist nicht schlecht, ja, weil die diesen Streuschuss hat. Ja, finde ich auch richtig gut. Guck mal, ey, achso, siehst du glaube ich gar nicht. Ich habe gerade zwei Dynamitstangen in der Hand. Wie auch immer ich das gemacht habe. Okay. Jetzt habe ich drei. Okay, jetzt sehe ich, dass du die Knarre in der Hand hast. Ja, stimmt. Aber jetzt habe ich zwei Dynamitstangen. Ach, hier ist der Ausgang, ja, schade. Ich hätte nämlich eigentlich ganz gerne mal den linken Shift eingesetzt mit der Gedankenkontrolle. Ich war nächstes Level, ja. Ich bin aus Versehen jetzt reingerannt. Da hat einer noch hier rechts neben auf der Brücke, der Typ ist noch explodiert eben irgendwie. Das hab ich auch gar nicht gesehen. So, return weiter. Return. Oh, sieht aber schön aus, oder? Hier, Kristallstädtchen. Mhm. Okay, ich kann das nächste. Was ist ultimativ? Ist was Neues? Finsterschlund. Ein Finsterschlund zieht Gegner in seinen Radius in seinem Zentrum und betäubt sie vorübergehend. Reichweite, Bereich, Kosten, ein größerer Bereich, so, zack. Und feuerfrei. Ah, ich bin bereit. Ach, jetzt raff ich das. Wenn die rot umrandet sind, dann sind die ausgerüstet. Ah, okay. Ja. Du kannst anscheinend immer, je weiter die Skillung hochgeht, du kannst es auch nicht mehr rück... Also doch, wobei, ich glaube, das war am Anfang, man konnte die zurücksetzen auch. Ja. Hatte ich irgendwie gelesen gehabt beim Intro, bei dem Tutorial kam das irgendwie. Wir waren, hatten eben gerade keine Doppelfolge, ja? War eben erst eine, oder? Das war jetzt, eine jetzt, ja. Genau, also doch ja. Direkt die nächste drauf. Aber wie man sieht, habe ich mich sehr mit dem Skillbaum beschäftigt, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe. Nicht. I curse you both. Oh. Now you get the taste of my reality. Er hat uns eine Ladung Knobi-Atem entgegengeschickt. Ja, wenn ich Knobi gegessen habe, dann habe ich auch immer diese Halluzination. I feel dizzy. Völlig normal. Das ist gut, ich könnte nachher echt einen Döner vertragen, vielleicht sogar, weil wir haben 9 Uhr, ich komme, es ist draußen so hell und so, ich komme Pest besiegen. Ich komme mir gerade so vor, als ob es irgendwie so 15, 16 Uhr oder sowas wäre. Oh, krass. Du solltest eindeutig mehr schlafen. Das sieht irgendwie geil aus, ne? Ja, irgendwie schon cool. Kann ich diese Kristalle kaputt machen? Ne. Uah, was war das? Wach auf, das ist nicht real. Okay. Müssen wir gleich hier oben lang jetzt. Das ist krass gemacht, wie der Boden so dann auftaucht, gell? Ja. Hä? Ach, hier runter. Nee. Nee, hier rechts. Auch nicht. Hier waren wir doch eben gerade. Ja. Es muss doch dann hier oben weitergehen. Ach, hier links. Ja, okay. Ja. Weil ich kann hier rein teleporten, oder? Ich nicht, ne. Kannst du das kaputt machen? Kommst du gar nicht hier rein? Vielleicht gibt's da einen Schalter. Ah ja, das ist ein Schalter. Oh. They found me. It's only Pestilence playing his tricks on us. Okay, da bin ich. Enjoy the show. Okay, mach ich. Ah ja, okay. Soll ich dir ein bisschen was erzählen, oder? Ja, erzähl ruhig. Wenn du einen grünen Strahl getroffen wirst, so wie du es gerade getan hast. Ja, dann ist alles verdreht. Richtig. Wie lange?
Jetzt ist alles blau. Was, paar Stunden? Paar Sekunden. Hab ich Stunden gesagt? Ja, ich glaub, es hat ein paar Stunden verstanden. Ich bin... Also ich versuch mal, entgegengesetzt rüber zu laufen. Und irgendwie auch, soweit ich das verstanden habe, nur ein Gegner ist hier real. Also die anderen sind alle so, die kannst du eigentlich gar nicht töten. Wenn es blau wird, dann hast du den originalen Gegner hier. Okay. Wird schon wieder getroffen. Oh, in Zeitlupe gestorben. So, wer ist es? Oh. Ja, perfekt. Oh, ist krass mit dem Hin- und Herwechseln, gell? Boah, ja, was geht jetzt ab? Warte, ich versuch dir zu helfen. Ja? Ich glaube, das ist. Doch, doch, es geht, gerade. Okay. Boah, ey, mit dem Verdrehen ist. Da, ah, bin rausgetappt. Nein! Oh, ich bin, jetzt bin ich umgefallen. Achso, warte. Doch, man hat es geschafft. Also, das heißt, geschafft ist übertrieben. Ja. Da oben ist der Echte. Oh nein. Verdammt. Jetzt hat er wieder volle Hitpoints, gell? Fangen wir von vorne an, ja. Ja. Gut, die ersten Male gehen ja noch. Ich treffe den gar nicht. Die musst du auch nicht treffen. Die Grünen sind egal. Hauptsache ausweichen. Ja, gut. Ah, okay. Okay. Ah, die Schüsse sind halt schon gefährlich von denen jetzt. Ja. Ja, perfekt. You fools. While you were chasing my stand-ins, famine raised an army of cultists at the end. Muss ich mal ausblenden, wenn da unten Text ist, damit die Leute auch was davon haben. Cannot stop her. Er will schon dein Gesicht sehen, wenn man so einen schönen Text sehen kann. Das stimmt, ja. Errungenschaft, Sheriffstern. Okay, da blinkt irgendwas, so Herzschläge auf dem Bild, aber hat irgendwie nichts gebracht gehabt. So, ich würde sagen, an der Stelle wieder ein Break, oder? Für die. Ja, wie du möchtest. Ja, ich möchte einen Break. Okay. Also, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder euch zwei Folgen angeschaut habt und es ist halt so hektisch, das Spiel. Und vielen Dank, dass du mit unterstützt, Michi. Ja, gerne, immer wieder. Bitte, bitte. Also, danke für die Einladung. Der Trick ist, Leute, ihr hört ja immer nur meine Stimme. Der Michi ist fiktiv oder sowas, ja. Er denkt, man wird ihn hören, aber ich habe den so weggemutet oder sowas, damit man nur mich hören kann und sowas, genau. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like für den imaginären Michi da, den kleinen Däumling, den ich mir so vorstelle, meinen Gedanken. Und für das schöne Let's Play. Wobei, Let's Play kann man es ja gar nicht nennen, aber ich würde es eher Let's Kill oder irgend sowas in der Richtung nennen. Also, irgendwas Cooles. Wir sehen uns oder wir hören uns. Macht's gut, meine Freunde. Ciao. Tschüss.